Trading und Urlaub. Wie passen diese beiden Themenbereiche überhaupt zusammen? Mehr dazu in diesem Video. Ich begrüße euch ganz herzlich hier im Tradermacher-Kanal. Ja, wie ihr seht, bin ich von meinem heimischen Office weit weg. Es sind 22 Grad, womit klar ist, ich kann mich eigentlich nicht in Deutschland befinden. Ist richtig, ich bin hier in Barcelona, in Spanien oder wie meine spanische Ehefrau sagen würde, Barcelona, so heißt es natürlich richtig. Und die Frage ist, macht es überhaupt Sinn, sich jetzt hier mit dem Trading zu beschäftigen? Ganz klar. Heute hier meine Laptops aufzubauen und dann Daytrading zu machen, das ist völliger Quatsch. Deswegen bin ich nicht in den Urlaub gefahren. Im Daytrading heißt es also ganz klar, schließt eure Position, vergesst das, konzentriert euch auf euren Urlaub. Der Sinn der Sache ist ja, sich etwas zu erholen und auszuspannen. Und da sollen wir uns natürlich mental nicht mit dem Trading, sondern mit unserem Urlaub und unserer Familie oder worauf auch immer ihr Lust habt, beschäftigen. Etwas anderes ist es im Positionstrading. Ich habe euch zum Beispiel gesagt, ich habe eine langlaufende Position auf Gold, eine Long-Position. Und da liegen die Marken natürlich fest im Handelssystem. Also, ich habe einen Stop-Loss, den habe ich sukzessive nachgezogen und der liegt weiterhin im Markt. Und die Order wird dann eben ausgestoppt, wenn es so sein soll. Aber da reden wir über das Positionstrading. Wenn ihr offene Positionen habt, dann achtet darauf, bevor ihr in den Urlaub fahrt, sichert diese ab. Die ganze Zeit mit dem Smartphone durch die Gegend zu rennen, während ihr im Urlaub seid, was macht das für einen Sinn? Dann spart euch das. Wenn ihr also hochspekulative Positionen habt, von denen ihr wisst, die können in jeder Stunde ausgestoppt werden, dann schließt die vor dem Urlaub. Sonst habt ihr keinen Urlaub und das Ganze hat keinen Sinn. Positionstrading, wie gesagt, etwas anderes, wenn es um Positionen geht, die über Wochen oder Monate laufen. Da wäre es jetzt kontraproduktiv, die zu schließen. Beispielsweise, weil der Trend genau das macht, was ihr euch vorstellt. Aber dann müsst ihr die Position eben absichern und den Take Profit oder Stop Loss eingeben oder auch beides. Ihr braucht auf jeden Fall also eine Handelssoftware, mit der ihr das machen könnt und die ihr am besten auch von unterwegs noch bedienen könnt, falls ihr, sagen wir mal, bei eurer abendlichen Routine seht, dass es Sinn macht, charttechnisch eine Marke nachzuziehen. Ansonsten würde ich sagen, wenn man im Urlaub ist, dann macht man auch Urlaub und lässt das Trading einfach mal Trading sein. So einfach diese Botschaft. Also, wenn ihr Fragen dazu habt, dann stellt die gerne in der Kommentarfunktion. Wenn ihr auch im Urlaub seid, dann wünsche ich euch einen schönen Urlaub und wir sehen uns demnächst wieder hier im Trader-Kanal. Trader-Macher-Kanal heißt er. Die Sonne brennt mir ein klein bisschen das Hirn weg. Herrlich, und das mitten im Oktober. Also, macht's gut. Bis dann.